So, hallo und herzlich willkommen auf dem schönen Kanal Angel Readings. Ja, ich schaue immer erstmal hier am Computer, ob mein Ton funktioniert, weil ich habe ab und zu mal Tonschwierigkeiten, ja. Aber offensichtlich hört man mich. Herzlich willkommen. Ich hoffe, du hast gut geschlafen. Ich hoffe, du hast einen ganz tollen Sonntag, Start in den Sonntag, einen ganz, ganz tollen Tag. Ich hoffe, du fühlst dich wohl, du fühlst dich gut. Das ist ja immer das Wichtigste. Und heute am Sonntag, ja, da geht es ein bisschen zur Sache. Na, da haben wir ja jetzt immer erstmal das Sonntagsorakel hier auf Angel Readings, die Botschaft vom Wunschpartner. Dann gibt es noch für die Kanalmitglieder, für die Range Supporter, gibt es ja immer Sonntag das große Deck für die kommende Woche. Und für die Premium Supporter gibt es das große Deck und dann noch die nächste Legung von unserer Reise ins Positive. Also hier ist heute dann einiges los. Wenn du dabei sein willst, ich zeige es euch nochmal ganz kurz, weil die Frage einfach immer mal öfters aufgetaucht ist, wie wäre ich denn überhaupt Kanalmitglied? Du gehst einfach auf YouTube, suchst dann meinen Kanal aus, klickst auf mein Gesicht, auf mein Antlitz und da ist schon der Button Mitglied werden. Dann kannst du aussuchen, ob du Range oder Premium Supporter sein tun möchtest und schon ist der Keks gelutscht. Na? So, dann freue ich mich, wenn ich dich auf der anderen Seite begrüßen darf. Aber wir wollen jetzt ja mal anfangen, die Botschaft vom Wunschpartner am Sonntag. Da bitten wir immer um Energien und fragen mal, ja, was hat denn der liebe, liebe Wunschpartner für eine Botschaft von uns, ja, in energetischer Sicht dazu. Ja, ich blende immer gern die Meditation ein. Wer sie nicht machen möchte, kann es ja vorspulen. Ich finde, das ist wichtig, weil, ja, ich komme ja auch nicht nach Hause und lege die Karten oder lege die Jacke an die Tür und fange an, das Kartenlegen, sondern ich fange ja auch immer erstmal an, ein bisschen runterzufahren. Wenn ich private, persönliche Readings mache sowieso, dann muss der ganze Alltag draußen sein, da muss ich so ein bisschen die Energie aufnehmen. Das geht gut, wenn ich Bilder bekomme, wenn ich eine Sprachnachricht habe, dass ich das so ein bisschen aufsaugen kann und ich merke, ja, jetzt bin ich so in der Energie drin. Und auch ist es dann hier in dem Fall das Gleiche, dass man jetzt sagt, okay, wir machen jetzt mal eine kleine Meditation, dass wir so ein bisschen Kontakt aufnehmen energetisch mit deinem Wunschpartner, also du, dein Wunschpartner. Und dann würde ich euch das jetzt gerne einblenden. Also wir schicken jetzt den Alltag hinfort hinaus in die Blase. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, meine Lieben, also ich habe euch jetzt einfach mal dieses schöne, entspannte Bild eingeblendet. Jetzt ja, nehme ich diese Meditation, die ich auch immer vor dem persönlichen Reading mache, auf ja, und spiele die euch immer mal ein, wenn wir ein Orakel gemeinsam machen, damit wir vor dem Video so ein bisschen runterfahren, damit wir uns ein bisschen entspannen, damit wir ja ein bisschen frei sind im Kopf und im Geist für ja, die Frage, damit wir hier die Energien besser wahrnehmen können, dass wir ja, die Resonanz vielleicht ein bisschen besser haben im Video. Und dazu möchte ich euch jetzt einfach bitten, ja, euch bequem hinzusetzen, es euch gemütlich zu machen, wenn es geht, keine Beine, keine Arme über Kreuz und einfach in die Atmung zu gehen, Alltag draußen zu lassen. Die Augen zu schließen, so wie ich das jetzt auch mache. Und beim Atmen euch einfach vorstellen, ihr atmet saubere, gute, klare Energie ein. Saubere Energie. Beim Ausatmen vergeht alles, was nervt, was stresst, aus dem Körper raus. Das kann, ja, das könnt ihr euch vorstellen, wie so alter, grauer Staub, der dann rauskommt in von schlechter Energie. Beim Einatmen auch ruhig vorstellen, dass ihr ja silbernen Glitzer einatmet, der sich in eurem Körper verteilt. Wir haben die Augen geschlossen, versuchen an nichts zu denken. Wenn euch das schwerfällt, ja dann konzentriert euch einfach auf euren Atem. Versucht den Alltag draußen zu lassen. Der hat jetzt gerade eben gar nichts zu suchen. Wenn ihr so richtig schön entspannt seid,
Ja, dann geht ihr wieder in euren Raum. Das ist ein Raum, der sieht so aus, wie ihr euch den vorstellt, wo ihr euch. Dann nehmt ihr dort Platz, habt es bequem. Und dann stellen wir uns unseren Wunschpartner vor. Wir spüren seine Energie, spüren ihn vor uns, wir sehen ihn mit unserem geistigen Auge. Wenn wir ihn so richtig wahrnehmen können, dann bitten wir ihn, in unseren Raum hinein Platz zu nehmen. Jetzt sehen wir, wie er vor uns sitzt. Wir nehmen seine Energie wahr, seine Anwesenheit nehmen wahr. Wenn das wirklich stark ist und wir ihn wirklich vor uns sehen und spüren, dann stellen wir ihm die Frage, was hast du heute für eine Botschaft? Okay, jetzt sind wir einigermaßen connected. Ich beende jetzt die Meditation und wir fangen an mit Kartenlegen. So, der Alltag ist jetzt draußen. Wir sind jetzt in Verbindung mit dem Wunschpartner so ein bisschen. Das spürt man immer, wenn es hier so in der Brustgegend anfängt zu kribbeln, wenn man die Energie wahrgenommen hat. Und ich habe, ach nee, ich habe mich noch nicht klein gemacht. Entschuldigung. Oh. Und ja, jetzt legen wir mal den Kollegen einfach mal hier raus. Und ich mache das jetzt wie im persönlichen Reading auch. Ich muss natürlich sagen, apropos, das ist eine Legung fürs Kollektiv. Kollektivenergie, wenn du damit in Resonanz gehen kannst, ist es gut. Wenn du sagst, okay, es fühlt sich für mich jetzt nicht so stimmig an, dann schreib mich gerne an. Meine Nummer ist ja immer unten in der Infobox für persönliche Readings. Ich freue mich, wenn du dich meldest. Dann machen wir das natürlich ganz für dich alleine. Ja? So, ich mische jetzt nochmal 8 Karten dazu. Wie viel haben wir denn schon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eine brauchen wir noch. So, fertig. Und dann schaue ich natürlich immer gerne mal auf die Unterseite des Decks nach dem Mischen. Das ist dann immer die Hauptenergie. Und da gebe ich nochmal ab. So, okay. Da haben wir jetzt das Kreuz und die Brücken. Das ist eine interessante Kombination. Wollen wir mal schauen, was wir jetzt gleich eine Botschaft bekommen. So, also, ich habe die jetzt verdeckt durcheinander gemacht. Lese jetzt um. Ist das gerade? Ja, könnte sogar sein. Ja, seht ihr mal, ich wäre immer besser, ne? So. Okay. Also, jetzt wollen wir nochmal gucken, dass das auch schön ausschaut. Nee, schaut es nicht schön aus. Das machen wir gleich. Ha! Okay. Also, meine Lieben. Wir haben ja gefragt, welche Botschaft hat denn der Wunschpartner heute? Da wollen wir jetzt natürlich auch mal reinschauen. Also, ich sehe schon, er hat so ein bisschen seine liebe Not aktuell in der Energie, denn hier als Hauptenergie, da ist jetzt mal das Kreuz gefallen. Das ist ja immer so eine Karte für eine Last, für eine Belastung, wenn was schwer wiegt, eine schwere Aufgabe. Ja, so eine Belastung in Bezug auf die Beziehung oder auf die Verbindung zwischen dir und euch. Ja, vielleicht ist er da irgendwie ja in eine Belastung reingekommen. Vielleicht ist er da irgendwie, ja, hat er was erfahren, es kam was raus, es gab ein Missverständnis, irgendwas muss da gewesen sein. Auf jeden Fall ist aktuell hier so ein bisschen eine Schwere in Bezug auf eure Verbindung zu sehen. Vielleicht ist er auch ins Misstrauen gekommen. Das habe ich jetzt gerade eben auch erstmal so wahrgenommen. Aber wir sehen ja auch, dass wir hier oben erstmal das Kind haben für den Neubeginn. Das ist ja schon mal eine schöne Karte. Ja, und die Wege, also der Weg zum Neubeginn. Hier oben, ja, der Sarg, den hat er auch im Kopf. Auch, Entschuldigung, ja, das, was die Personenkarte im Kopf hat, das geht gerade ihm vor. Also hier der Sarg, dass da, ja, so viel heißt wie, dass da auch eine gewisse Transformation stattfindet. Es darf was zu Ende gehen. Und es darf dann auch etwas Neues beginnen.
Na, also hier, das hat er gerade im Kopf auf der Suche nach der Klarheit. Er schaut hier auf den Stern drauf, dass die Klarheit, die Fülle, die Zufriedenheit in Bezug aufs Draußen. Also hier, ja, schaut so aus, als würde er vielleicht hier so ein bisschen was ändern wollen, was euch beide angeht, dass hier vielleicht im Draußen noch nicht so die richtige Konstellation da ist zwischen euch beiden. Vielleicht habt ihr die Beziehung noch geheim, vielleicht ist im Draußen auch irgendwas passiert oder ihr denkt einfach darüber nach, dass er gerne ja die Beziehung vielleicht öffentlich machen würde, kann aber noch nicht oder es ist bei euch einfach noch soweit, ja. Hier muss ich bei ihm auf jeden Fall oder für ihn muss ich auf jeden Fall etwas ändern. Da denkt er gerade drüber nach, dass man vielleicht tatsächlich eure Beziehung öffentlich machen kann. Vielleicht bist du in der Beziehung, vielleicht ist er in der Beziehung, vielleicht ist es noch zu früh, irgendwas zu sagen, dass das überhaupt öffentlich werden kann. Das Kind ist auch hier gefallen für den Neubeginn und die Wege für den richtigen Weg. Also hier, ja, in der Ecke sehe ich schon, er ist gerade mit belastet, so ein bisschen drüber nachzudenken, wie es mit eurer Beziehung jetzt weitergeht, mit der Verbindung. Hier muss sich etwas ändern. In Bezug ja, darauf, dass das öffentlich gemacht werden kann. Das Kind, die Wege, ein neuer Weg, ein Neubeginn, etwas muss anders gemacht werden. Also ich sehe ihn schon so, dass er hier mehr will. Er ist mit dem, was gerade jetzt so ist, nicht ganz zufrieden. Ja, deswegen sehe ich schon auch, dass er hier gerne Dinge ändern wollen. Ja, also hier nehme ich den Sarg jetzt nicht wahr, als dass nichts vorangeht. Da liegt ja der Neubeginn nebendran, sondern das ist für mich jetzt so ein bisschen wie eine Transformation. Ja, etwas, ein Zustand geht zu Ende und ein anderer neuer Zustand beginnt, ein neuer Weg. Da macht er sich gerade Gedanken darüber, wie er in die Klarheit kommen kann, dass man vielleicht auch eure Beziehung irgendwann mal öffentlich machen kann. Er ist sehr vorsichtig, er geht da sehr vorsichtig vor, mit Bedacht. Das kann auch mal mit einem Rückzug zu tun haben, weil Männer ziehen sich ja auch gerne mal zurück, um ja, sich über gewisse Dinge im Klaren zu werden. Na, also es ist ja nicht immer gleich vorbei, wenn sich der Mann zurückzieht. Er schaut hier schon auf die Klarheit, dass er etwas mit dir ändern möchte. Er ist aber sehr, sehr scheu und vorsichtig. Wir sehen ja hier, der Fuchs schaut auf den Schlüssel. Der Fuchs ist ein scheues Tier und auch ein schlaues Tier. Also er überlegt gut, wie das und ob das mit dir in eine Richtung gehen kann, die dann auch Hand und Fuß hat. Hier der Fuchs schaut auf den Schlüssel, Schlüssel-Erfolgskarte, dass sich dir jemand öffnet, dass du dich jemandem öffnest, Erfolg in der Liebe. Und da schaut der Fuchs drauf. Also hier vorsichtig sein, schlau sein, Dinge gut überlegen, dass man dann hier, und das ist eine schöne Karte am Ende, in die Harmonie kommt, ins Wachstum kommt, in die Schönheit kommt. Die Lilien, Sexsinnlichkeit, Romantik, alles, was in eine Beziehung gehört. Also ich sehe ihn hier sehr, sehr vorsichtig, sehr scheu und am Überlegen, wie er hier Dinge in Bezug auf dich ändern kann. Also es schaut mir so aus, als würden sich ja, in Bezug auf deinen Wunschpartner die Dinge bald ändern. Die Botschaft vom Wunschpartner hier ganz klar. Ich bin gerade in einer Phase des Umbruchs, ja. Es ist nicht leicht für mich. Ich stelle hier gerade neue Verbindungen her, neue Brücken, ein neuer Weg, ein Neubeginn, Klarheit, die Öffentlichkeit, Erfolg in der Liebe und auch die Lilien. Ja, Sexsinnlichkeit, Romantik, Schönheit, Wachstum. Also hier eigentlich schon ein schönes Blatt, an dem man sieht, dass der Wunschpartner, auch wenn er vielleicht gerade im Rückzug ist, so ein bisschen am Taktieren ist, ein bisschen am Überlegen ist, wie die nächsten Schritte sind. Denn ich sehe diesen Mann jetzt hier in dem Deck so, wenn er einen Schritt geht, dann ist der wohl überlegt. Na, also hier ist kein Mann im Deck, der sagt, ach, jetzt schauen wir mal, dann sehen wir schon, sondern ich sehe hier einen, ja, doch Denker, der sich die nächsten Schritte ganz genau überlegt, weil er scheinbar mit dir oder in Bezug auf dich einige Dinge anders machen möchte. Na? Also das schaut ja schon mal sehr gut aus. Ich würde sagen, und das sage ich auch immer in den persönlichen Readings, achte dann auch auf deine Zeichen, was dir geschickt und geschenkt wird, was dir geschickt wird, dass du das auch wahrnehmen kannst und auch nutzen kannst, ja. Und wenn du jetzt sagst, okay, das ist jetzt, was, ich bin jetzt nicht so richtig in Resonanz gegangen, würde mich aber selber mal für mich und meinen Wunschpartner interessieren oder auch alle anderen Fragen rund um die Liebe, wo du sagst, ich muss mir da jetzt mal
Ja, einen Impuls erholen aus der geistigen Welt von den Energien, die mir zur Verfügung stehen. Ja, dann schreib mich einfach gerne an. Oder du buchst einfach direkt auf meiner schönen Homepage, die ich hier für euch gemacht habe, angel-readings.de. Unter dem Punkt Readings kannst du auch direkt buchen. Wenn du dir nicht sicher bist, welche Legung für dich passend ist, dann schreib mir einfach eine WhatsApp und dann werden wir sicherlich das richtige Reading für dich finden. Na? Ich freue mich, wenn du dich meldest. Ich freue mich natürlich auch, wenn es für dich so ein bisschen stimmig war. Also es zieht sich nicht mehr so lange hin. Lilien, Winterkarte kann ja nicht mehr so lang dauern, dass die Botschaft hier ganz klar ist. Ich suche Klarheit, wie ich mit dir die Beziehung öffentlich machen kann, weil es muss sich hier etwas ändern. Na, also eine tolle Botschaft vom Wunschpartner eigentlich. Und ja, würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, meine Lieben, dann zeigt es mir natürlich gerne mit einem Daumen rauf. Wenn du möchtest, abonniere auch gern kostenlos den Kanal. Dann bist du Teil der schönen Angel Readings Community. Und ja, ich freue mich, dich dann begrüßen zu dürfen und würde sagen, bleib gesund, bleib frisch und wir sehen uns ja dann beim nächsten Video. Also, bis dann, meine Lieben. Ciao, ciao.